Hallo zusammen, Matthias hier vom YouTube-Kanal Männerbart und heute stelle ich euch den neuesten braunen Barttrimmer vor, den Braun BT 7240. Kurz zu mir, zu uns, YouTube-Kanal Männerbart. Seit mehreren Jahren beschäftigen wir uns schon mit den Themen Barttrimmern, sind immer auf der Suche nach dem besten Barttrimmer. Deswegen wollen wir uns natürlich dieses neue Braungerät anschauen. Bisher war es immer so, dass wir die Geräte selbst gekauft haben und deswegen völlig objektiv in die Sache rangehen konnten. Jetzt ist es tatsächlich geschehen, nach jahrelanger Arbeit wurde die gute Arbeit anerkannt. Das hier ist eine Kooperation mit Braun. Braun hat uns das Gerät zugeschickt, deswegen auch die Kennzeichnung oben. Aber ihr werdet sehen, dass das meine Objektivität eigentlich nicht zu Schaden kam. Ich denke, ihr werdet sehen, dass ich dennoch sehr offen über die Vor-, aber auch über die Nachteile dieses Gerät reden werde. Was erwartet euch in diesem Video? Wir werden uns zuerst mal das Gerät und die Extras, den Lieferumfang ein bisschen genauer anschauen. Wir werden ein bisschen was über den Akku erzählen. Dann geht es natürlich zur Schneideleistung, dem wahrscheinlich wichtigsten Thema. Und dann kommt ein Fazit, dem ich euch sagen würde, ist das Gerät empfehlenswert? Für ja, falls ja, für wen ist es empfehlenswert? Und was sind vielleicht sinnvolle Alternativen, die man hier auch in Betracht ziehen könnte? Los geht's mit dem Gerät. Hier sehen wir also den Lieferumfang in seiner vollen Pracht. Wir haben hier natürlich die Verpackung, wo groß damit geworben wird, dass es German Design ist mit der deutschen Flagge. Das Gerät ist aber, wie erwartet, made in China. Und die Verpackung regt mich ein bisschen auf. Sie ist sehr hübsch, es wirkt sehr modern, das passt eigentlich alles, aber sie ist komplett in Englisch. Also man wirbt damit, eine deutsche Marke zu sein. Das ist sogar die Verpackung für den deutschen Markt, leider komplett auf Englisch. Allerdings ein bisschen positiver. Man sieht sehr wenig Plastik. Hier hat Braun wirklich Wert drauf gelegt, was natürlich in Zeiten vom Klimawandel lobenswert ist und Braun wahrscheinlich auch noch ein paar Cent bei der Verpackung sparen lässt. Die Bedienungsanleitung, die ist auf Deutsch. Es gibt hier noch so einen klassischen Papierkarton, wo alle Elemente verstaut waren. Man sieht hier die verschiedenen Aufsätze, die ich gleich im Detail zeigen werde. Und es gibt auch eine Verpackung. Die ist nichts Besonderes, aber da passt das Gerät samt Ständer, samt Ladekabel wirklich gut rein und macht auch einen robusten Eindruck, also auf jeden Fall lobenswert. Ladekabel könnte ein bisschen länger sein, aber hat eine ordentliche Länge. Hier ist es so, das kann man direkt am Gerät anschließen oder hier am Ständer. Ständer an sich immer eine gute Sache, sieht im Bad deutlich schicker aus. Ist jetzt nichts Besonderes, auf jeden Fall ein schönes Extra. Weitere Extras hier sind ist dieser Nassrasierer von Gillette. Ich glaube, das ist der Gillette Pro Glide mit so einem beweglichen Scherkopf. Coole Sache von Procter & Gamble. Das ist der Eigentümer von sowohl Gillette als auch Braun. Die legen euch jetzt hier einfach einen Nassrasierer mit dazu. Es lohnt sich aber sogar tatsächlich, so einen Nassrasierer beizulegen. Weil gerade für Konturen, die gehen mit dem Nassrasierer sehr gut. Und natürlich auch, keine Ahnung, falls ihr euch hier wieder mal komplett glatt rasieren wollt, bietet sich auch ein Nassrasierer an. Überraschung, Überraschung. Nun aber zum eigentlichen Star der Show, dem Barttrimmer, dem Gerät an sich. Wirklich sehr gut verarbeitet, liegt gut in der Hand. Erstaunlich leicht, wirklich erstaunlich leicht. Liegt daran, dass das fast nur Plastik ist, wie es inzwischen fast schon so üblich ist, gerade bei Braun. Aber dennoch wirklich gut verarbeitet. Also großes Lob. Man sieht hier den Aufsatz zum Barttrimmer. Da wackelt nichts. Ist aber dennoch super einfach rausnehmbar, wieder einsetzbar. Und ja, einfach sauber gemacht, funktioniert tadellos. Wir sehen hier auch, ich versuche es gerade scharf zu bekommen, das Rädchen für die Längeneinstellungen. Die gehen hier bei dem Aufsatz von 1 bis 10 mm in 0,5 mm Schnitten. Auch das funktioniert einfach sehr einfach. Macht einen sehr guten Eindruck, sehr zuverlässigen Eindruck. Also wie gesagt, Verarbeitung wirklich top hier. Ich hätte mir noch eine Schnittstufe bei unter 1 mm gewünscht. So eine 0,5 finde ich persönlich immer noch gut. Gab es hier leider nicht. Aber ist auf jeden Fall sehr gut. 20 Längeneinstellungen von 1 bis 10 mm, gute Sache.
Lautstärke ist okay, deutlich leiser als andere Geräte. Aber man hört natürlich dennoch, dass da irgendwo sich was bewegt und gearbeitet wird. Man hat es kurz gesehen. Es gibt hier eine Akkustandsanzeige in der LED-Leuchte. Kurz zum Akku war ein großer Mangel bei den Vorgängermodellen. Wurde sehr oft bemängelt von uns, auch von anderen Amazon-Benutzern. Und hier haben die Kollegen von Braun wirklich nachgebessert. Es wird die neueste Akkugeneration, ein Lithium-Ionen-Akku, eingesetzt statt einem älteren Nickel-Hybrid-Akku, weil man sagen muss, dass inzwischen alle modernen Geräte auf Lithium-Ionen setzen. Der Akku hält 100 Minuten bei 50 Minuten Aufladung. Das ist wirklich sehr sauber, sehr gut. Also nicht nur okay, sondern wirklich gut bis sehr gut über dem Durchschnitt. Hier hast du deutlich nachgebessert. Weiterer Minuspunkt war, dass bei abnehmender Akkuleistung früher auch die Schneideleistung sehr merkbar nachgelassen hat. Dem ist inzwischen auch nicht mehr so. Hier ist es so, dass auch bei kleinerem, niedrigerem Akkustand die Schneideleistung immer noch locker ausreicht, um die Rasur zu Ende zu bringen. Und ich glaube, eine Ladung von 5 Minuten reicht für so eine durchschnittliche Rasur aus, sodass selbst wenn der Akku mal leer ist, man da sehr schnell Gas geben kann. Also Akku, Haken dran, richtig gut gemacht von Braun. Schauen wir uns das Share-Element mal kurz an. Share-Element, ausreichend breit, desto breiter, desto mehr geht mit einem Zug weg. Wir kommen später noch zur Rasurleistung. Was mir hier gefällt, oder es ist schwer zu sagen, was mir gefällt, aber sie werben damit, dass es lebenslang haltbare Klingen sind, dass sie sich selbst schärfen. Das ist gut, weil die Modelle der Konkurrenz muss man teilweise nach ein, zwei Jahren die Klingen tauschen, was natürlich wieder ein Kostenpunkt ist, der hier angeblich wegfällt. Natürlich konnte ich das jetzt hier nicht wirklich testen, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Versprechen und hoffen wir mal, dass Braun dem Versprechen treu bleibt. Schauen wir uns kurz die Aufsätze hier noch an. Es gibt drei Aufsätze. Das hier ist der für den Langhaarschneider. Ich zeige kurz nochmal, wie einfach es geht. Ab und an. Das ist jetzt hier, also wirklich sehr gut, wie gesagt, sehr gut verarbeitet. Man kann auch das ganze Rasierelement hier rausnehmen und eben diese zwei Aufsätze draufsetzen. Das ist jetzt ein Präzisionsrasierer, der glatt rasiert. Auch hier, wie gesagt, Verarbeitung gut, aber ist relativ schmal und rasiert einfach nicht gut. Also ich habe mich da jetzt mehrmals versucht mit zu rasieren. Ist eigentlich totaler Quatsch, weil man kaum Fläche wegbekommt, sehr oft über dieselbe Stelle muss und es so einfach keinen Spaß macht. Dasselbe mit dem Trimmer hier, der im Prinzip dasselbe ist wie das, nur eben deutlich, deutlich schmaler, man sieht es hier. Und ich verstehe nicht, was man damit soll. Klar, man kann sich irgendwie unter der Nase damit trimmen, aber im Großen und Ganzen irgendwie sehr sinnlos für mich. Zumindest ich konnte da keinen wirklichen sinnvollen Ansatz finden, warum ich das brauche. Und für mich wäre es ohne die beiden Aufsätze sogar sinnvoller, weil ich die nie brauchen werde. Kurz noch zum Haartrimmaufsatz, der geht dann eben bei 1 Zentimeter los bis 2 Zentimeter. Ich habe den nie genutzt, ich habe mir nur mein Bart getrimmt, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber wie gesagt, die Verarbeitung stimmt auf jeden Fall. Das war's jetzt vom Gerät. Kommen wir zum Wichtigen, kommen wir zur Rasurleistung. Die Schneideleistung war bei den Vorgängermodellen ein Nachteil, das muss man einfach so sagen, die war teilweise zu schwach. Deswegen haben wir hier natürlich extra drauf geschaut und darauf geachtet, ob da wirklich was bei rumkommt. Und hier gibt es eine Innovation von Braun, die Auto Sensing Technology, die quasi erkennt, 16 Mal pro Sekunde, was sich gut im Marketing macht, 16 Mal pro Sekunde erkennt, wie dicht euer Bart ist und wie die Gegebenheiten im Bart sind. Und darauf entsprechend die Leistung des Motors anpasst. Sprich, ich habe mich damit getrimmt, auf 3 mm losgelegt, habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, Mensch, da fehlt der Wumms, da fehlt die Power dahinter. Aber die Haare gingen ab. Das Trimmergebnis war wirklich gut, es war schnell, ich musste nicht öfter über eine Stelle gehen, es war effektiv, war nichts Schlimmes dabei, es hat einfach geklappt.
Das heißt, es war nur in meinem Kopf, dass ich dachte, Mensch, da fehlt der Wumms. Aber letztendlich sind die Haare doch alle abgefallen. Und das kann ich jetzt sagen, oh, vielleicht lag es an dieser Auto-Sensing Technology. Man weiß es nicht. Aber ich wollte mich nicht nur auf mein Gefühl verlassen, sondern habe es natürlich auch getestet. Ich habe das Gerät auf 3 Meter eingestellt, einen anderen Barttrimmer auf 3 Millimeter, habe mich erst damit getrimmt, dann mit dem anderen, um zu sehen, ob der andere nochmal deutlich mehr Haare mitnimmt. Dem ist nicht so gewesen, sprich, der braune Barttrimmer hatte wirklich sehr gut gearbeitet, hat wirklich den Bart sauber getrimmt, das heißt Schneideleistung auf jeden Fall okay, auf jeden Fall verbessert, kann man so sagen. Damit gehen wir nahtlos über ins Fazit. Wie gesagt, Schneideleistung passt, Akkuleistung sehr gut. Das waren die zwei größten Schwachstellen der vorgängigen Modelle, die Braun hier ausgemerkt hat. Da haben sie wirklich aus ihren Fehlern gelernt. Ansonsten kann man sagen, lebenslang scharfe Klingen, kann ich jetzt natürlich nicht testen, aber klingt immer gut. Wet and Dry Funktionalität, das heißt, ihr könnt es auch in der Dusche nutzen, was ich auch sehr selten mache, aber es gibt sicher Leute, die das nutzen. Und dann wirklich eine sehr gute, sehr hochwertige Verarbeitung, obwohl das Gerät größtenteils Plastik ist. Es gibt auch viele Extras. Reisebeutel, coole Sache. Ständer, coole Sache. Und natürlich den Haartrimmeraufsatz, der bis zu 2 cm hoch geht, den ich jetzt nicht getestet habe, der einen sehr wertigen Eindruck macht und wo ich auch erwarte, dass da die Power ausreicht. Aber wie gesagt, habe ich nicht selbst getestet. Da gehe ich noch zum Friseur leider. Und dann gibt es noch diese zwei Präzisionstrimmer, von denen ich jetzt nicht so der große Fan war, ich habe es schon angedeutet. Für mich persönlich, für die Art, wie ich mein Bart trimme, wenig Positives dabei. Aber es gibt natürlich auch Leute, die davon profitieren werden. Zum Beispiel, wenn ihr einen Vollbart habt und hier drunter kommen wollt oder hier sauber trimmen oder rasieren wollt, macht es sicher Sinn. Auch wenn ihr irgendwie musst oder eine andere Bartform euch rasieren wollt, macht es Sinn, da mit Präzisionstrimmer nochmal genauer nachjustieren zu können. Deswegen für mich nicht so relevant, für einige von euch wahrscheinlich sehr relevant. Nachteile waren, die Hautschonung war nicht so gut wie beim anderen Barttrimmer, die ich getestet habe. Allerdings ist es nicht so, dass ihr irgendwie das Bluten anfangen werdet. Nee, man merkt es halt ein bisschen, dass es drüber geht. Aber letztendlich nur ein kleiner Negativpunkt. Und natürlich auch müssen wir über den Preis reden. Der liegt bei UVP bei 80 Euro. Ihr wisst, nichts wird zum UVP verkauft. Bei Amazon ist es gerade bei so 70, 73 Euro. Ihr könnt auch beim Mediamarkt Saturn schauen, die bieten die auch an und wahrscheinlich alle anderen Handelspartner. Live-Preise findet ihr unter diesem Video, sodass ihr da gleich direkt checken könnt. Und sagen wir mal, 70, 80 Euro ist schon gehobene Mittelklasse für einen Barttrimmer, aber ihr bekommt eben auch ein gutes Ausstattungspaket. Und auch die Geräte von Philips liegen in ähnlichen Preisklassen. Die sind ein bisschen älter, deswegen vielleicht ein bisschen günstiger gerade. Aber ich habe wirklich ein sehr modernes Gerät mit viel Ausstattung, sodass man den Preis gerechtfertigen kann. Und was man sagen muss, falls ihr auf Sachen verzichten könnt, dann könnt ihr auch einfach die Extras weglassen, wie zum Beispiel den Reisebeutel, den Ständer oder auch die Aufsätze. Da gibt es dann verschiedene Abstufungen, die sind dann nochmal 10, 20 Euro teilweise günstiger, heißen dann Braun 5000er Reihe Barttrimmer. Könnt ihr auch auf Amazon anschauen und sind auch hier drunter verlinkt. Was ihr immer finden werdet, ist der Gillette ProGlide, der Nassrasierer mit den zwei Klingen. Das allein sind schon 10 Euro wert und die sind eigentlich immer dabei. Genug geredet. Letztes Fazit. Bisher war es immer so, Barttrimmer geht zu Philips, Elektrorasierer geht zu Braun. Mit dem Gerät hat Braun aus den Fehlern gelernt, sich in den wichtigsten Gebieten stark verbessert. Deswegen kann man sagen, Barttrimmer geht zu Braun oder Philips. Elektrorasierer geht immer noch eher zu Braun oder Panasonic. Also Braun hat hier ein gutes Gerät abgeliefert, kann man empfehlen. Sieht gut aus, fühlt sich gut an, rasiert einfach oder trimmt einfach gut. Da könnt ihr dann wirklich auch zugreifen. Wie gesagt, es gibt Alternativen von Philips, die teilweise vielleicht günstiger sind. Es gibt auch teure Alternativen, wie zum Beispiel Panasonic, den wir auch sehr schätzen. Aber Braun hat hier wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, was natürlich alle Braun-Fans da draußen freuen wird. Das war's für dieses Video. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Channel. Ja, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.